Hallo alle zusammen und weiter geht's an der Sura, diesmal am Spot 2876 auf der Karte zu finden. Hier. Ja, was habe ich hier gekriegt? Ein Marmorkarpfen-Trophy. Naja, der Marmorkarpfen mag mich an der Sura, der Silberkarpfen eher nicht. Ich habe hier innerhalb von einer Stunde 8 Fische. 3 Silberkarpfen, Rest Marmorkarpfen, hier ist Trophy sogar mit bei. Okay, kann ich mit leben? Erstmal? Nein, nicht erstmal. Auf jeden Fall funktioniert es hier wunderbar. Gut, manchmal auch nicht so gut, manchmal gut. Clips hier 25 Richtung von dem Baum da hinten im Wasser. Und ja, Equipment schaut wie folgt aus. Also Haken hier, 18er Boilies hier. Ich habe hier ein bisschen größer jetzt geangelt. Futter schaut wie folgt aus. Dann, das ist die erste Route, wie schon gesagt, Clips 25. Zack. Ja, das war's auch schon. Ich stelle ihn. So, das war die erste Route. Die zweite Route schaut wie folgt aus. Alles komplett dasselbe. Sogar das Futter. Boilie-Größe, alles das gleiche. Dann aber auf der dritten Route habe ich es mal komplett aufs Ganze hier, 25er Boilies. Bis jetzt habe ich hier nur einen Fisch gehabt. Die 25er Boilies hier ganz groß, BVA dran. Wollte es mal hier testen. So ein Fisch in einer Stunde hatte ich auf die großen Boilies und der ist nicht mal der Rede wert. Das können wir auch gerade nachschauen. Welcher das war, der war es nicht, das auch nicht, ja, 8 Kilo Marmor hatte ich da drauf, auf die 25er, der Rest ist alles auf die kleineren, also ich würde eher sagen, hier die 18er und 20, das ist die bessere Wahl hier, wie man sieht, ja, 18, 20, mittleres BVA und viel Zeit mitbringen oder viel Lack haben. Also eins von beiden braucht ihr auf jeden Fall. Naja, R4 halt, ne? Okay. Ich sag mal so, ich habe heute an der Sura jetzt den zweiten Marmor gezogen. Wöchentlich, ja, Deutschland komplett brauche ich nicht gucken. So, der zweite Marmor, warum war der Marmor hier? Den anderen Spot habe ich euch ja gepostet. Silberkarpfen, den will ich haben. Dann bin ich eigentlich hinterher. Aber, ach komm. Ach, hör doch auf. Was ist denn los mit dir? Wieso finde ich den Marmorkarpfen jetzt nicht? Aufgeregt, nein, Quatsch. Hier, Marmorkarpfen. Da haben wir ihn. Ja gut, einmal auf dem letzten Platz hier und einmal auf dem ersten Platz. Na gut, da werde ich mit Sicherheit noch rausfliegen. Wir haben erst Dienstag. Aber ist doch schön. Ist doch schön. Den habe ich heute. Den war gestern. Ja gut, das ist kaum Unterschied. Vor 12 gefangen einfach, ne? Naja, YouTube. Und ja, so ist das. Wo ist denn die Seemann? Die würde mich nochmal interessieren, ob ich da noch drinne stehe. Ja. Gut, bin ich auch nochmal auf Platz 1.
Aber wir werden sehen. Ich werde mit Sicherheit noch überall rausfliegen. Ja gut, Spot habe ich euch gezeigt. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift hier. Auf jeden Fall viel Zeit mitbringen ist hier vor allem meine Erfahrung. Hier 8 Fische in einer Stunde. Also der andere Spot, den ich vorher gezeigt habe, läuft in der Hinsicht etwas besser. Auf Marmorkarpfen, sagen wir es mal so. Da hinten hatte ich in 2 Stunden 2 Silberkarpfen. Hier habe ich in einer Stunde 3. Naja. Okay. Das war's mit dem Spot. Jetzt kommt natürlich der Trophy-Drill. Viel Spaß dabei. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.